mal eben schnell ins KDÖ hüpfen und für die Karo Mozart Kugeln stibitzen. Hey Moat, Walter hat 4 Terrorist, was geht denn? Hey Lenny, du alte Kauleiste, cool, dass man dich mal wieder trifft. Aber was führt dich denn so später Stunde noch ins KDW? Dasselbe könnte ich dich auch fragen, aber deine Frage ist absolut ins Berechtigt, mein Bester. Also, um drauf zurückzukommen, Karo hatte mal wieder Lust auf Mozarts Kugeln, du weißt doch, da schon alles zu hat. Ach so, hatte ich dir eigentlich schon mal gesagt, Lenny, dass ich jetzt so Musiker bin? Ich mach mit ein paar Jungs aus meiner Uni eine Studentenband auf. Oh, der Moat macht Musik, was spielst du denn? Quetsch Kommode, Dudelsack, nee, sag nix, bestimmt Querflöte. Ich sag nur Li Wang Chu, Lote Laterne. Ey Lenny, denk dran, du warst mit dabei, also mach dich nicht drüber lustig. Naja, ich spiel Triangel, das ist so eine Art Schlaginstrument. Morgen unterschreiben wir einen Knebelvertrag. Ich weiß ja absolut nicht, was das ist, aber es klingt cool. Mann, Moat, du meinst sicher einen Labelvertrag, aber mal ehrlich, die meisten Labelverträge sind ja Knebelverträge. Das merkt man ja daran, dass man dich fast gar nicht mehr zu sehen bekommt. Und in der Schenke hängt schon ein großes Plakat, nur wegen dir. Ike wollte schon immer Musiker werden, das war ein Traum von Kindheit an, ey, und nun könnte der wahr werden. Oh, das ist so geil. Aber mal was anderes, Lenny. Schließt die Schenke oder was? Na, Inga hat bereits Plakate drucken lassen, da der Umsatz um 30% zurückgegangen ist. Um ja deine Frage zu beantworten, nein, die Schenke schließt nicht. Aber die Inge macht einen Getränkewagen und wird bei der Frauen-WM am Stadion das Catering übernehmen, um den Laden halten zu können. Und Günni, ihr Sohn, na, den kennst du aus dem Tippini. Nur der übernimmt dann die Geschäftsführung der Schenke. Ich muss zugeben, ich war ja schon lange in meiner Schenke, aber Lenny, wenn Günni den Laden übernimmt, kommt die Bude doch einen neuen Anstrich, der ist doch so rosa drauf und am Tresen tummeln sich dann seine Transenfreunde. Der Günni, der ist doch voll homogenisiert. Nee, das mutiert doch dann zu so einer Prosecco-Bar. Moat, woher weißt du das denn jetzt? Was denn, Lenny? Na, dass Inge den Laden umbenennen will, im Prosecco. Oh Gott, was hab ich denn getan? Unsere Schenke verkommt zu einer homogenisierten Szenebar. Och nee, und ich soll schuld sein? Ganz genau, Moat, so sieht's aus. Oh, du willst mir also wirklich damit sagen, dass ich, und das ist echt nur ich bin, der dran schuld ist und das alles wegen mein Fernbleib passiert ist? Ja, und Inga hat bereits Plakate drucken lassen. Hier, les, hab mal eins von der Klotüre abgemacht. Liebe Gäste der Schenke, wegen dem ständigen Fernbleibens unseres Stammgastes musste ich leider die Leitung der Schenke weitergeben. Vielen Dank an Moat, dass ich jetzt fast pleite bin. Naja, wenn ich pleite bin, ist es ja nicht... Ach, scheiße. Sie ist pleite? Oh ey, und da ist sogar ein Bild von mir drauf. Hey, krass. Ja, aber erkennen tut man dich nicht, denn dein Gesicht ist ja nicht zu sehen, da es in der Kloschüssel hängt. Das muss Silvester 2009 gewesen sein. Aber Moment mal, wie kommt denn die an mein Foto? Und wer hat denn das gemacht? Na, das habe ich damals mit Werners Handy gemacht. Und Inge muss, als ich letztens im Koma das Handy liegen lassen habe, das Bild runtergeladen haben. Und sie nimmt ausgerechnet eins, auf den Icke mir übergebe, auf dem Klo? Das verstehe ich jetzt nicht. Was willst du mir damit sagen? Vielleicht, dass sie dich zum Kotzen findet? Mann, da bin ich aber böse ins Fettnäpfchen getreten. So ein Mist. Aber Lenny, sag mal, was machst denn du eigentlich hier im KDW? Na, ich hatte im Prospekt gesehen, dass diese Woche die Rüsselsocken im Angebot sind. 2 Paar nur, 3,99. Und du weißt doch, wie oft ich mit der Blase Probleme habe. Und da dachte ich... Du dachtest also, wenn du Rüsselsocken anziehst, hast du keine kalten Füße mehr. Naja, klingt ja absolut nicht so einleuchtend irgendwie. Nee, falsch. Ich hab mir die geholt, um meinen Rüssel warm zu halten, Mann. Meinst du, ich laufe sonst mit so einer ausgebeulten Hose rum? Oha, und ich hab mir schon gewundert, wieso du auf einmal hier mit so einem riesen Rauch rumrennst. Dachte schon, das sind die Nachwirkungen von unserem Besuch bei Li Wang Shu. Nee, das sind nur die Socken schuld. Hab vorsorglich 2 drüber gezogen. Um nochmal auf deine Frage und auf Inge zurückzukommen, ey. Das geht absolut nicht, dass die in so eine Szenebar umwandelt. Ich glaube, es wird absolut Zeit, da mal wieder was trinken zu gehen, Lenny. Gute Idee, Moat. Ab in die Schenke. Du, Moat, ich kann nicht verstehen, wie die Leute so ein Frauenfußball-WM gut finden können. Das hat doch mit Fußball nichts zu tun. Ja, aber Ingo meinte, du kannst gut Geld verdienen, ne? Bei 45 Bällen auf dem Platz, ne? So, und dann hat er dich und mich als Balljung angemeldet. Du weißt, ich brauche jede Mark. Und bei 4 Euro in der Stunde, schwarz auf die Hand, ist das schon okay. Das wird nicht leicht. Bei knapp 45 Bällen auf dem Platz, da kommst du mächtig ins Schwitzen. Apropos Schwitzen, los, auf in die Prosecco. Ach Mann, in die Schenke, Lenny. Ganz genau.